Wir beschäftigen uns mit Katalysatoren, die aus reinen organischen Verbindungen sich konstituieren, also Aminosäuren und Zucker. Und es grenzt sich ab von anderen Forschungsgebieten der Katalyse, bei denen man eben Enzyme verwendet oder Metallkatalysatoren. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, inspiriert durch eine genauere Betrachtung von, wie Enzyme eigentlich wirklich funktionieren, ob nicht auch kleine organische Moleküle als Katalysatoren geeignet sind. Wir haben dann gefunden, dass die Aminosäure Prolin, Bestandteil der Eiweiße in unserem Körper, völlig ungiftig und auch sehr kostengünstig chemische Reaktionen hochselektiv und effizient katalysieren kann. Und das war der Beginn eines neuen Forschungsgebiets, nämlich dem Gebiet der Organkatalyse.